Damit muss ich mal zur Talentshow. Was kannst du denn? Ich sehe den nicht sichtbaren Spalt. Marco, jetzt weißt du, dass du leidest. Wieso? Wegen der Musik. Weil sie so sad war. So sad. So sad. So, das öffnet jetzt die. Ja, das öffnet jetzt praktisch die Tür beim zweiten Secret. Verstehe ich das richtig? Ja. Die werden dich schon bei dem Wort Spalt ablehnen. Wieso? Was ist denn jetzt daran verfänglich? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also, es ist wie folgt. Dieser Sprung hier muss so schwer sein, wenn du einen Speedrun machst. Weil irgendwie. Okay, doch nicht. We are the Schinken. No time for Salami. Drehender, aus der Wand schießende Stäbe. Okay, wir haben also noch drei Saves. Haben wir irgendwas doof gemacht? Hätten wir irgendwas besser machen können? Nee, also speichere ich jetzt. Wir haben noch drei Saves. Ich bin nicht Frita. Das war schon zu viel. Kriechen, Marco. Ich werde nie vergessen, wie ich von der ganzen Community zugeflamed wurde, weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt Salami essen. Alter, heben da, Bobett. Okay, hätte ich nicht speichern müssen. Save war unnötig. Shit. Markus Gesichtsausdruck. Tja, Lara und die harten Stäbe ist ein sehr interessanter Film. Muss man sich mal reinziehen. Muss man mal gucken, was da wo rausgezogen wird. So. Okay, den Rollen Sterbi-Sterbi machen ist echt eine 0 von 10. Aber ich wusste ja nicht, dass da eine Rolle ist. Das ist doch jetzt, Eot. Das ist doch jetzt, jetzt werde ich ja von dir gemobbt hier. Marco, wirst du auch dieses Jahr ankündigen, dass du mit LPs aufhörst? Nee. Das ist erst geplant für nächstes Jahr. Ich weiß nicht wann genau, aber wir machen dann einen Tag praktisch wieder und dann fange ich wieder an. Muss hin und wieder auch mal so sein, so ein Tag, an dem man weiß, wie es sich anfühlt, kein LPer zu sein. ist auch total sinnvoll und so wird alles besser, die ganze Welt. Ein besserer Ort und dann steigen sie praktisch ein. In diesen besseren Ort steigen sie ein am Hauptbahnhof und das sind Klorollen. Damit werden Ärsche geputzt, aber nicht hier und heute und jetzt zu dieser Stunde. Unchristliche Uhrzeiten. Der Pisser da oben ist so ein Schwachmat. Auch das muss mal gesagt werden in so einer Gesellschaft, die findet, dass sowas mal gesagt wird. Markus, mein Lieblings-LPer, weil er ab und zu mal kein LPer ist. Mein Lieblings-LPer ist tatsächlich nicht Marco. Willkommen, Bloody Shiro. Du bist genau in der Sekunde gekommen, in der ich mal wieder wie ein Psycho rumgealbert habe. Also, freust du dich sicherlich auf mehr.
Diese Hände. Diese Hände müssen ein Spiel nur anfassen und zerstören es. Das ist der Griff, mit dem ich die Eier eines Spiels anpacke und es dazu bringe, Wahnsinn zu machen. Das sind dieselben Hände, die sich um meinen eigenen Hals legen, wenn ich daran denke, was für eine dämliche Entscheidung es war, dieses Level heute noch machen zu wollen. Diese Hände. Das ist ja ein Dreieck. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Wingardium Leviosa. Was ist hier los? Na gut, so geht das nicht. Oder war das VC-Damage? Ich weiß es nicht. Ach, Lara, wir lieben dich doch alle. Bicker, bitte, bitte einmal die Merkel-Raute. Ach, die kann ich nicht. Das war jetzt 0,001% Force Damage circa. Ach, das ist erzwungener Schaden. Ich verstehe. Ups. Naja, mach ich's mal kurz. Diese Hände leck ich immer heimlich, während du schläfst. Nun, Danksa, nun. Gute Nacht, Lady Macbeth 90. Ich sollte die Zahlen mal weglassen. Man merkt schon, dass das Spiel unter Windows 10 schon total verbuggt ist. Ach, finde ich nicht. Geht schon. Marco nicht Illuminaten, Uliminaten. Nun, das ist eigentlich recht treffend. Der Raketenwerfer war eigentlich erstaunlich passend. Hast du die Brechstange mitgenommen? Natürlich. Ich habe den Bitch-Starter und die Crowbar. Ja, ne? Stuhlgang des Todes. Was? Das kam jetzt reichlich random. Reichlich random ist mein neuer Zweitkanal, auf dem ich jeden Tag eine komische Zahl hinschreibe. Der Termin, zu dem ich wieder aufhöre. Das ist es eben. Es war kein erzwungener Schaden. Wir brauchen wirklich alles. Holy moly. So, das wird jetzt wieder scheiße, ne? Die Gordon Freeman Gedenkbrechstange. Als diese Freeman auftauchte, diese Freestange, Gebrechstange, Gedenkstange, Brechstange, als diese Brechstange auftauchte, gab es Gordon Freeman noch gar nicht. Reichlich Random TV. Oder ist jetzt ein bisschen albern hier? Ich weiß gar nicht, wo ich bremsen muss. Hier. Wahrscheinlich. Okay, da ist nämlich der Tunnel zu Ende. Bitte kein Brechstein. Speicherstein. Nein! Fuck! Ich habe es verkackt. Markus, geht dir ganz gut? Ja, das stimmt schon. Wir kommen relativ... Wir schaffen es halt wirklich. Nach mehreren Anläufen. In diesem Level, das keinen Fehler zulässt. Wie albern ist eigentlich diese Rolle? In Bremsen, Kurven, aber nicht zu viel. Sonst haut es dich raus.
Das ist die Deutsche Bahn gegen 2020. Ja, das stimmt. Umi Holt geht mal eben duschen. Wenn er zurückkommt, wir jetzt so, boah, wir sind durch. Alle saufen schon. Okay, der Raketenlauncher. Rocketwerfer. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich glaube, wenn wir fertig sind, ich in 20 Jahren immer noch dieses Spiel dauernd spiele, bin ich der Beste. Und immer noch scheiße. Also es ist ja nicht so, aber wie oft sehen wir das jetzt? Ihr seht das jetzt zum zweiten Mal. Also noch kein Grund aufzulaben. Aufzulaben. Hör mal auf, aufzulaben, ja? Lab nicht so auf. Was heißt das denn? Ich speichere auf jeden Fall vor und nach der Tauchpassage. Weil es halt so perfekt sein muss. So, das haben wir letztes Mal auch gemacht. Ja, geht doch. Okay. Hier war jetzt einfach bücken, richtig? Einfach nur gebückt bleiben. Das geht zu schnell. Mag das nicht. Alter, wir haben es geschafft. Wir haben noch, es werden nicht mehr mehr, ne? Wir haben noch 3 Saves. Also. Wir haben jetzt die komische Brechstange und damit können wir diese Tür öffnen. Und müssen uns nicht mehr in diese müssen uns nicht mehr in diese scheiß Loren setzen. Bis wir dann halt. Das ist meine Belohnung. Ja, das ist das, was ich brauche. Jetzt kommt wahrscheinlich, also spätestens jetzt kann ich das Secret abholen. Die ersten beiden. Das haben wir ja nur verschoben gehabt, weil der erzwungene Schaden so doof ist. Mal fürs Protokoll. Bisher gab es ausschließlich Force Damage Schaden. Ja, das stimmt. Das ist super. Und ich will halt auch wirklich, dass das so bleibt, weil es ist einfach erforderlich. Ein Tomb Raider 3 Only Walk Playthrough. Also. Drehen und... Tja, das ist jetzt kacke. Also, das war jetzt nicht Force Damage. Ja, wenn es nicht machbar wäre, müsste es geändert werden, aber ich habe halt gesehen, dass es machbar ist, also... jemand hat ja schon aufgezeichnet, wie er das geschafft hat. Was bloß noch nicht aufgezeichnet wurde, ist halt das Gesamtding.
Dreh und Sterbi, GG, tot. Todi, Sterbi, Sterbi. Er geht nie auf meine Nachrichten ein. Internet Explorer User, immer. Voll die süße Frage. Du bekommst halt noch etwas Force Damage beim Secret, oder? Ja, das stimmt. Aber das sieht wirklich alles im Rahmen aus. Also, wie gesagt, so hatte ich es in Erinnerung, dass so 20% des Lebens fallen halt schon vorher weg und dort dann die anderen, ja, ungefähr, was wären das dann? 79%. Was Markus Psychiater wohl zu der Lorenfahrt sagen wird. Ach, ich weiß nicht. Er wird wahrscheinlich sagen, da habe ich genauso lang gehangen. Was passiert, wenn Markus spielt? Sterben natürlich. Nun. Bloody Shiro. Der Sound setzt genau ein, wenn die Einblendung kommt. Will Schinken von mir. Ja, was der Psychiater wiederum zu der Hinterkopfsache sagen wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwie so geil. Yay, Bloody Shiro bekommt jetzt einen Schinken tatsächlich. Kein Keks, aber einen Schinken. Von mir ist auch ein Schinken in Keksform oder ein Keks. Nee, kein Keks. Aber ein Schinken in Keksform. Okay, wir speeden hier voll. Oh no, Nick! Oh, bam! Okay. Nee, der Psychiater will als erstes deine Beine sehen. So ist es. Okay, einfach unten bleiben. Und das Cosplay-Kostüm. Ja, ich werde verdammt nochmal als Lara Croft hier sitzen. Das ist Wahnsinn. So, leicht abbremsen war das. Ach, war egal. Okay, nochmal. Dieses Mal sind wir ja tatsächlich relativ schnell wieder zurückgekommen, muss ich feststellen. So schwer war das Level bisher eigentlich gar nicht. Nur wahrscheinlich wird es das noch. Ich meine, das Schwierigste wird ja Tauchen. Wie? Immer noch hier? Wenn diese Blicke töten könnten, wäre es ziemlich scheiße, weil ich sie ziemlich oft mache. Okay, da drin den Gegner nicht triggern. Ich bin jetzt voll getriggert. Trägst du dann auch ein BH? Muss wohl. Ich habe noch nie in meinem Leben ein BH getragen. Es hat sich jetzt auch nicht so wirklich angeboten. Sollte man dazu sagen. Folgendes. Okay. War da etwa gerade ein Radio? Oh. Ich meine, ich finde das cool. Und das Problem ist halt, wären wir zuerst hier hingegangen und so, und dann nochmal hier hin, hätten wir ja den Force Damage zweimal nehmen müssen. Wie das nächste Secret ist. Tschüss. War schön mit dir. Das ist wahrscheinlich die Stelle mit diesem einen Speicherkristall, die man sieht. Ja. Den Speicherkristall können wir uns nicht nehmen. Aber die Munition daneben.
Marco, konzentrier dich und geh in dich und deine lebenswichtigen Organe. So, ich denke mal, hier ist jetzt nichts mehr. Also, das dritte Secret ist woanders, richtig? Ich muss jetzt nicht hier bleiben, eigentlich. Da kriecht ein verkrüppelter Mann auf den Boden, der nicht fliehen kann, und Marco sprengt ihn einfach. Ja, okay, geschieht dem recht. Das dritte Secret ist im letzten großen Raum, beim Abgrund. Was ist der letzte große Raum? Ach, der ist in diesem Level, klar. Wie Marcos Kinn immer weiter nach unten verschwindet. Nein, hier ist es. Es ist mein Kinn. Boah. So, wir haben diese beiden komischen Teile. Ich würde sagen, das bedeutet doch, dass wir jetzt die obere Lore nehmen, oder? Und vorher speichern. Nach der Tauchpassage, okay, ja, das dauert ja noch. So, ich habe 3 Saves. Jetzt, vor Tauchpassage, nach der Tauchpassage. Hi. Hallo. Freiheit für die Katzen und Kinder. Wird schon tief gehen. Ja, ich weiß. 0 Secrets für Tinos. Bonne Chance. Es gibt in Tinos keine Secrets? Ach, 0 Saves. Ja, du hast recht, Eot. No Saves für Tinos ist scheiße. Selbst ein Save ist scheiße. Ich hoffe jetzt einfach, dass das alles hinhaut. Okay, man hätte nicht bremsen müssen. Mit einem Save nicht machbar. Jetzt komm, lass es 0 sein. Ja gut, ich weiß. Mann, es ist alles so kacke. Wir werden so versagen in Tinos. Aber ich kann wenigstens sagen, Tech-Bergwerk, da war ich noch am Leben. Oder sowas ähnliches. Wann wohl Marco den Wahnsinn verfällt? Nicht mehr lang. Das war nicht schwer, nur ein bisschen aufwendig. Ja, das stimmt. Irgendwie. Spielzeitstreckung. Genau. Genau. Die Feuerkelche tauchen wir auf. In Tinos rechteckte am Anfang ein Kristall, genau. Und damit hätten wir dann halt 2 für Tinos, wenn ich jetzt nicht 3 verbrauche. That animation though. Es ist nur vor und nach der Tauchpassage muss sein. Ist schon schlimm genug, dass wir für zwischendrin keine haben. Aber es geht. Genau, dann hätte ich 2 Saves, das stimmt. Und dann, ja, dann muss man mal gucken, ob es in Tinos noch weitere gibt. Nur es wird verrückt, das ist mir, ich bin mir dessen bewusst, keine Sorge. Tinos wird vielleicht leichter als das hier, leichter als die Tauchpassage gleich, weil man halt nicht perfekt sein muss. Aber schwer wird es. Die 4 ozeanischen Masten, genau.
Das ist es halt. Ja, der Sumpf. Ich weiß. Ich weiß. Der Sumpfraum und dann gibt es ja auch noch diesen Unterwasserraum und ach, und ich habe zwei Saves. Yay. Alles ist scheiße. Aber ich lache trotzdem. Fick dich, ey. Fahr halt gegen deine... Ja, genau. Hau mir noch einen rauf. Was ist das eigentlich für ein Unfall bei 0 km/h oder so? Leute sind schlecht im Entscheiden. Ich auch. Das Salz wird hier halt schon in Loren angefahren. Ja, am Anfang hatte er so 10 Saves und da meinten alle, es ist voll leicht. Du darfst dich noch zweimal saven. Okay, das mal ist. Du glaubst partout nicht daran. Aber denk dran, wenn du jetzt aufhörst, fängst du am Donnerstag hier wieder an. Ja, ich will das noch schaffen. Ich will halt zumindest zur Tauchglocke. Weil dann kann ich halt bis Donnerstag das trainieren. Wie gesagt, es ist verrückt. Nur ich bin der Überzeugung, der hundertprozentigen Überzeugung, dass es machbar ist. Die Idee war gut, aber leider hatte Marco eine langsame Reaktionszeit. Nee, Dienstag kommt kein Tier 3. Tier 3 kommt am Donnerstag. Und Sonntag. Aber der nächste Termin ist ja Donnerstag. Ist gut möglich, dass wir halt am Dienstag Morrowind weiterspielen. Ich muss das, muss mich da echt entscheiden. Morrowind wäre halt möglich. GTA 4 Multiplayer wäre, denke ich, auch möglich. Es wäre Skyrim möglich. Es ist eigentlich alles möglich. Kommt heute nochmal eine Pause? Ich weiß nicht. Die letzte ist, glaube ich, noch nicht so lange her. Kommt drauf an, wie lange wir heute noch machen. Wie lange wir heute noch machen. Ich würde sagen, wenn ich in 20 Minuten noch streame, mache ich auch eine Pause. Nur ich kann euch halt auch nicht versprechen, dass es danach noch lang weitergeht. Weil es ist halt Sonntag. Schöne Lockenwelle für Marco. Nee, Harry Potter nur Freitag. GTA 5 meine ich, nicht GTA 4. Mag GTA 4 nicht. Okay, das war eine gute Idee, einfach im Flug bremsen. Schon wieder Sterbi? Ne, Sayuri, nicht Sterbi. Wir versuchen uns zu bestechen. Wann war die letzte Pause? Viertel nach 9, glaube ich. Also ist jetzt schon eine Stunde her, ne? Wir machen eine Pause. weiter geht's.
Weiter geht's um. Ich bin gerade ein bisschen sauer. 40. Weiter geht's um 10:40 Uhr. Bis dahin, Leute. Bis gleich. Mann! Mann! Das ist nicht der Pauseknopf. Ich drücke jetzt sowieso wieder das Falsche.